Haben wir wegen der Stimmbänder haben wir alle ausgeteilt, ne? Wunderbar, dann können wir das nämlich vom Programm her ändern. Was gibt's? Stimmbildung? Ja, dann gehen wir. Und drei. Adora. Leute, ihr seid ziemlich langweilig. Ihr singt es wie, ja, wie wenn ihr gerade kurz vorm Einschlafen wärt. Komm. Gratias animus tibi. Da gehört die Artikulation dazu. Und jetzt wacht endlich mal auf. Erschafft noch einmal. Jetzt ist 6:10. Ihr tut so, als ob es gerade in der Früh 8 wäre. Komm, gratias. Haben wir es? 1, 2. Wenn die merken, an meinem Proben, an meiner Art, an meinem Umgang mit ihnen, dass es letztendlich nur um die Sache geht, auch wenn man mal vielleicht dann doch schimpft oder wenn man mal so akribisch, ganz genau proben, bis zum Exzess, bis einer das wirklich zu den Ohren rausgeht, dann spüren sie immer noch, ja, das ist ja wegen der Musik. Es ist ja nicht, dass der da vorne zufrieden ist. Es geht nur um die Musik, dass die optimal dargestellt wird. Und da ist der Punkt. Seid halt ganz mal so lieb und haut mir die Enzeln nicht so um die Ohren. Da kriegt man ja die Krise hier. Ten, das ist immer das Lauteste. Hackgott, no. Das muss doch jetzt nicht sein, das habt ihr doch anders drauf. Das weiß ich. Jetzt schaltet das Hirn ein und dann ist alles okay. Seid so nett. Brrr. Und 1. Dass ich hineingehe zum Alter Gottes Sohn. Und fall ein. Dass ich hineingehe zum Alter Gottes Sohn. Der meine Freude und bestätigen. Der meine Freude und jetzt. Das braucht der Mittelteil, sonst ist dieses Zeug langweilig. Dann denkt, da singt der eine das und dann singt der gleiche den Text noch einmal und einer weiß vom anderen nichts. Das muss bestätigen. Ja? Jawohl, das ist es. Und dir Gott auf der Harfe, danke mein Gott. Und dann ist das Pianissimo, habt ihr gemerkt, das war jetzt wunderbar. Das hat genau gepasst.